Hallo und herzlich willkommen zurück bei Legend of Mana. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. So, waren wir jetzt gestern. Das letzte Mal hier. Ich komme schon ganz durcheinander. Haben wir da schon abgeerntet? Nein. Mal sehen, gibt es irgendwas Neues? Das Kolpossum? Ich mag das Kolpossum. Der Halloween-Kürbis. Da wächst wieder so ein Schuh. Was ist das? Herzminze. Ich bin ja nicht unbedingt ein Freund von Minzgeschmack. Aber passt schon. Tja. Ovaler, runder. Okay. Rund. Und groß. Perfekt. So, dann werde ich das kurz mal testen. Ich habe nämlich wieder mal einen Hinweis bekommen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt geht. Aber wir können sie mal testen. Aktuellen Begleiter hier lassen. Ich glaube, ich darf nichts mithaben. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Vielleicht ist das auch jetzt ein unnötiger Weg, aber testen wir es. Weil es gibt ja noch immer diese eine Quest, die wir in der Duma-Wüste haben. Ich glaube, das müsste hier irgendwo am Eingang sein. Okay, nein, ich glaube, die triggert nicht. Oh, verzieh dich, Halsuse, du bist kein echter Sahagin. Autsch, das hat wehgetan. Edge Badge, Tickel ist bloß ein dicker, fetter Nichtsnutz. Na gut, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich zieh los und besiege Kima. Was? Du willst Kima besiegen? Ihr habt richtig gehört. Ich werde ihn knicken, falzen und dann zu Konfetti machen. Er macht wohl eher Konfetti aus dir. Was macht eigentlich ein Fisch in der Wüste? Diesmal habe ich den Mund wirklich zu voll genommen. Ah, die kümmerliche Kröte. Na bitte. Das ist die Quest, die ich die ganze Zeit schon triggern wollte. Man darf keinerlei Begleiter mit haben. Muss man auch erstmal wissen. Hey, was willst du? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich muss los. Ich will zu Kima. Aber allein kann ich ihn unmöglich schlagen. Du machst den Eindruck, als könntest du ihn besiegen. Tu mir einen Gefallen und hilf mir, Kima zu besiegen. Ich will den anderen zeigen, dass ich es als Monster drauf habe. Okay. Hier entlang. Wenn Kima sich bewegt, bebt die Erde. Okay. Kimas Beben kommt aus dieser Richtung. Was auch immer ein Kima ist, aber wenn die Erde bebt, wenn er sich bewegt, ist das nicht eigentlich ein schlechtes Zeichen für uns? Nur mal so in den Raum gestellt. Kimas Beben kommt aus dieser Richtung. Ist da eigentlich rauf? Nein. Ah, die Erfahrungsenden.
Zumindest wird er ein bisschen stärker mit uns. Frage ist jetzt da hoch oder? Ja. Darüber? Ja, wow. Warte mal, waren wir hier noch nicht? War das das, was von einem Sandding Strom verdeckt wurde? Hoppla. Nach links. Ich gehe mal nach oben, würde ich sagen. Ja. Jetzt bin ich echt schon gespannt, wie dieser Kima aussieht. Ah, da ist er. Oh, ein Pflanzendrachen, irgendwas. Pass auf, er hat ihn nicht getroffen. Kürbisse? Oh, Explosivkürbisse. Nein! Ich lass dich nicht treffen. Das gibt's nicht. Aber ich verstehe jetzt, warum die anderen ihn ausgelacht haben. Das Ding alleine zu bekämpfen, das wäre, glaube ich, für ihn nicht möglich. Das ist hauptsächlich ein anstrengender Kampf, muss ich sagen. Halt durch, Tickel! Oh oh. Tickel! Halt durch, ich hab's gleich! Geh weg von ihm! Tickel! Ja! Danke, Tickel! Oh, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das noch klappt. Macht echt oft Angriffe, bei denen ich nichts machen kann. So wie das hier. Jetzt kommen wieder seine Kürbisse, oder? Na klar.
Ha! Gerade im richtigen Moment pariert. Gefällt mir. Wäre irgendwie cool, wenn wir den öfter mitnehmen könnten. Dachelsamen. Interessant. Oh, danke. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ich will versuchen, ein Kämpfer zu werden, genau wie du. Aber ich werde nicht nur versuchen, ein Held zu werden. Ich werde einer werden. Ach, ich wollte dich noch einmal einen Gefallen bitten. Kann ich das Zeug haben, das Kima fallen gelassen hat? Ich glaube, das könnte mir Mut machen, wenn ich mich wieder feige fühle. Ja, klar. Ehrlich? Danke. Hier trennen sich also unsere Wege. Wenn sie mich wieder piesacken, wehre ich mich. Du hast mir gezeigt, was es heißt, mutig zu sein. Oh. Kümmerliche Kröte. Also ja, das ist die Quest, die ihr auf jeden Fall verpassen könnt. Wenn ihr ein Tierchen mit habt. So, jetzt erstmal meinen Drachli abholen. Remington. Mächtiger Mümmler. So, Drago nehme ich wieder mit. Da hatte ich heute echt Schwein. Sandsturm. Ja, passt, ne? So. Wir haben eigentlich eh schon relativ viel gemacht. Ich meine, hier weiter unten sind noch einige offen. Aber trotzdem. Da. Mein Mensch hat noch einen neuen Freund gewonnen. Gemeinsam haben sie Kima aufgespürt und besiegt. Noch mehr Geschichten über Kämpfe und Siege, die ich mir anhören muss. Hey. Soll das heißen? Der Kaktus. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ist noch Zeit. Ah, genau, ich wollte zu Watt schauen. Mal sehen, ob der noch irgendwas hat. Nicht den Express benutzen. Genau hier war es, oder? Na, ah, ich kann nur kaufen oder verkaufen, okay. Schade, ich dachte, er hat vielleicht noch irgendwas. Nee, schade. Na gut. Jetzt überlege ich noch.
haben wir denn hier noch? Ja genau, die Hauptquest haben wir noch. Gilbert Quest geht nicht. Die Hauptquest haben wir noch. Die Hauptquest haben wir noch. Ah, Gott. Die ganzen Nebenquests, die noch theoretisch offen wären. Und ich habe keine Ahnung. Na gut, ich starte mal Fairy Arc Quest. Also sowohl für die Yumi als auch für die Drachenquest hätte ich gerne noch jemanden. Da müssen wir schauen. Vielleicht das nächste Mal schon. Kann ich versprechen, aber vielleicht. So, jetzt schauen wir uns mal das hier an. Können wir das denn anfangen? Kann ich jetzt eigentlich da rein? Nein. Aussichtlose Liebe. Wir sollten gehen, Mathilda. Gehen? Wohin denn? Erst einmal zu den Mindersruinen. Dort kannst du dich eine Weile ausruhen. Dann reist du weiter ins Feenland. Dort vergeht die Zeit anders. Sobald du dort bist, kannst du dein Leben verlängern. Hast du Irwin gesehen? Ja, habe ich. Hat er etwas gesagt? Du musst ihn treffen, Mathilda. Eskert kann dich nicht retten. Das schafft nur Irwin. Und du bist die Einzige, die Irwin aufhalten kann. Dämon, deinen Geist vergiftet, Dana? Irwin gehört mir. Du hast hier nichts mehr verloren. Oh, Eskert. Sag so etwas nicht. Bitte, Dana, bleib an meiner Seite. Es ist nur eine Fleischwunde. Du solltest das alles noch einmal überdenken. Du bist hier der Dämon. Du sagtest, ein Weiser hätte dich unterwiesen, aber das war eine Lüge. Glaub, was du willst. Tensen Aitmustresami. Glückle Alice. Mathilda, hör auf! Ist nicht stark genug, um Zauber zu wirken. Verdammt! Wo sind sie hin? Nein, geh nicht. Irwin, du lebst. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass du überlebt haben könntest. Mathilda, du hast dich rein gar nicht verändert. Du bist ein miserabler Lügner, Irwin. Sieh mich an. Die letzten 10 Jahre haben eine runzlige Oma aus mir gemacht. Du siehst ein kleines bisschen anders aus. Mittlerweile bin ich auch eine ziemliche Pessimistin. Aber sieh dich an, ich wusste gar nicht, dass Dämonen altern. Im Feenland werden Gedanken leicht Wirklichkeit. Dort kann man sein Äußeres verändern, indem man sich es einfach vorstellt. Willst du mich deshalb dorthin bringen? Das ist einer der Gründe, ja. Die Feen werden mich niemals akzeptieren. Sie werden alles akzeptieren, was ich ihnen sage. So wie du die Regeln herzloser Menschen kritiklos akzeptierst. Mathilda, du bist ein Teil dieser Welt, oder nicht?
Aber wurdest du nur geboren, um den Pfad zu beschreiten, den andere dir vorgeben? Ich weiß, was du zu sagen versuchst, Erwin. Aber wir haben nicht immer eine Wahl. Ich kann mich nur entscheiden, frei zu sein. Wir lassen nicht zu, dass du dich einmischst. Hey. Hey. Toll. Affenmumien. Die haben uns... Ist das das Innere dieser Pyramide? Und du bist irgendeine Art Succubus oder Vampir? Das war ja fies jetzt. Aber interessant, oder? Das mit Erwin und... Mathilde. Und ich finde, Dana hat recht. Mittlerweile ist Eskard irgendwie der Dämon. Ah ja, hier sind wir. Wir haben geschlossen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, in was für eine Richtung ich gehen muss. Hier kann ich gar nicht weiter. Das heißt, ich kann ihn nur in die andere Richtung. Na, ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich in die Feenwelt gebracht wird. Nein, das ist Quatsch. Da komme ich ja nicht mehr raus. Wenn ich das obere Tor zumache, das obere linke, das ist ja das hier. Da kann ich ja dann nichts mehr machen. Nicolo? Quatsch ihn jetzt mal nicht an. Ich weiß nämlich nicht, ob er hier zugehört oder ob er eine eigene hat. Wobei, nein, ich glaube, die Nicolo-Quests haben wir alle erledigt. Was machst du hier? Tag auch. Der fliegende Händler Niccolo und habe stets ein Lächeln auf Lager. Du wirkst besorgt, als wärst du in Eile, hättest dich aber hoffnungslos verlaufen. Aber jetzt bist du in guten Händen. Für nur 500 Lucre führe ich dich zum Turm der Winde. Ja komm, das Geld haben wir. Du weißt, wie man sein Geld am besten investiert. Wir sind da. Da, danke. Ich werde hier mal speichern. Sicherheitshalber. Du bist auch bloß eine Dämonin, Dana. Genau wie er. Sei kein Narr, Dämon, Fee, Mensch. Was bedeutet das schon? Wir helfen Dana. Ich mag Eskard einfach nicht. Das ist Gott. Weg.
Mathilda. Dana. Wo ist Erwin? Wir müssen dich ins Feenland bringen. Nein, ich bleibe hier. Was? Aber warum? Wo ist Erwin hingegangen? Danke, dass du dich um mich sorgst, Dana. Ich fühle mich, als hätte ich meine Jugend wieder. Es war schon genug, Erwin zu sehen. Wie kann denn das genug sein? Sag mir, was passiert ist. Du liebst ihn, oder? Ja, ich liebe ihn. Dann geh mit ihm ins Feenland. Hier stirbst du nur. Ohne dich wird Erwin diese Welt zugrunde richten. Dana, Erwin und ich lassen uns gegenseitig absolute Freiheit. Wenn er diese Welt zerstören möchte, muss ich das hinnehmen. Du vergisst all die anderen, die ebenfalls sterben werden. Was ist mit ihrem Leben? Was ist mit ihrer Freiheit? Dana, glaube an mich und glaube an dich selbst. Wenn man die Wahrheit zurückhält, hat das nie etwas Gutes zur Folge. Wir müssen tun, woran wir glauben. Das ist der einzige Weg. Mathilda, ich will doch nur, dass ihr zwei im Feenland glücklich werdet. Warum verstehst du das nicht? Ich verstehe es, Dana. Doch ich entscheide, was mich glücklich macht. Und du musst entscheiden, was dich glücklich macht. Mein Glück beruht darauf, andere glücklich zu machen. Ist das denn falsch? Aber wenn wir beide so dächten, wäre keine von uns je glücklich. Und was wird Erwin nun tun? Er wird wohl versuchen, diese Welt zu zerstören. Die Welt zu zerstören? Ist das dein Ernst, Erwin? Die Göttin schuf alles Leben. Unser Wille ist ihr Wille. Dann sollte ich jetzt nach Gard zurückkehren. So, also hat die Mana-Göttin entschieden. Aber warum nur? Aussichtslose Liebe. Also müssen wir dann doch Erwin bekämpfen. Eine durchaus durch und durch tragische Geschichte. Nun, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bestimmt. Zerstörung nicht gut. Da hast du recht, Kleiner. Wo könnte das jetzt sein? Ah, da, aussichtslose Liebe. Eskert und Dana streiten sich immer. Warum streiten die Leute immer? Ich wünsche mir endlich Weltfrieden. Oh. Ja, mal kleiner Kaktus. So, das war's für mich. Vorerst. Das war's von mir. Jetzt stimmt der Satz. Na gut, Leute. War interessant. Wir haben sogar zwei Quests geschafft. Gefällt mir. Ja, hat mir gefallen. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.